Bims. Und in dem Sinne, hi, 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 welcome. And welcome, Jungs. Heute habe ich wieder was zum Erzählen mitgebracht. PS, ich bin allein. Alles klar. Das bockt sich krank. Viele von euch sagen nämlich immer die ganze Zeit, tja, die Schulgeschichten sind so nice. Wie wär's denn, wenn du da mal noch ein bisschen mehr Brat hast dann auch zum... Und ich dachte mir so, okay, machen wir. Sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht direkt eine Schulgeschichte mitgebracht zum heutigen Sammeltag. Aber es ist auch eine Geschichte, die auch was mit mir zu tun hat. Und das ist doch schon mal was. Soll ich euch heute erzählen, wie ich unglaublich krank verloren habe in Fortnite Rette die Welt? Ist eher eine Geschichte, die sich mit einem Schulfreund ereignet hat, anstatt eine komplett eigenständige Schulgeschichte. Nichtsdestotrotz lasse ich mich davon natürlich nicht entmuntern, der erzählt euch trotzdem. Es eignete sich nämlich an einem schönen Nachmittag an dem Schachs, kleinen Schachsubertle und sein Kumpel, sein damaliger bester Kumpel. Wir nennen ihn jetzt mal Felix. Ja, er heißt auch Felix. Also Simon und Felix gucken Fernsehen. Klassisch. Das ist keine Überraschung, denn Felix und Simon gucken den ganzen fucking Tag Fernsehen oder sitzen vorm fucking Handy. Felix und Simon sehen eine Werbung. Gormiti Titanium. Aus den Tiefen des Meeres der Insel Gorm schauen die Magic Eggs. 7 Völker, 7 neue einzigartige Herrscher. Spüre die Macht der Natur und nutze die Kraft des Wassers, um deinen Gormiti sichtbar zu machen. In jedem Magic Egg verbirgt sich eine exklusive Figur für deine Titanium-Sammlung. Gormiti. Jockey Preziosi. Wow, ich muss es haben. Ich muss es haben, Felix. Bitte, komm, lass es uns kaufen gehen. Und so geschah es, dass Simon und Felix komplett einfach in den Bann von fucking Gormitis gezogen wurden und direkt zum nächsten Woolworths gelaufen sind. Woolworths, für die, die ihn kennen. Felix und Simon kaufen sich so gefühlt 1000 Packungen scheiß Gormitis, haben locker 100, als ob, 100 Euro für den Wumms aus zusammen. Locker, wirklich locker, Leute. Bis Simon und Felix auf die Idee kamen, Momente mal. Die Gormitis standen nämlich in einem Behälter, einer Glasschüssel und jeder Gormitis ist in eine einzelne kleine Plastikverpackung eingepackt. Und diese Glasschüssel stand so im Laden, dass man doch ganz gut auch mal den ein oder anderen Gormiti einfach in die Tasche flitzen lassen kann. Ich will jetzt nicht sagen, das haben wir gemacht, aber das haben wir gemacht. So kam es dazu, dass klein Sharksabed und Pfiff und fucking Felix, der gefuckte, scheiß Gormitis bei Woolworth klauen gehen. Zu meiner Verteidigung, ich war locker erst 13, 14. Heutzutage würde ich das auf keinen Fall tun. Und ich empfehle auch jedem von euch, das nicht zu tun, weil es halt echt scheiße viel Ärger gibt. Und eventuell extra Hausaufgaben. Und da hat tatsächlich keiner Bock drauf. Deswegen spart euch den guten Kokolores und kauft euch einfach Gormitis. Das Schlimmste kommt auf jeden Fall noch, denn Felix hat einen kleinen Bruder. Wir nennen ihn jetzt mal Moritz. Er heißt auch Moritz, erwischt. Und Moritz war so circa 6 oder so. Vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall wirklich noch ein richtig kleiner Furz. Und Simon und Felix haben tatsächlich jetzt schon ein paar Tage lang scheiß Gormitis bei Woolworth geklaut, ohne dass es einer gemerkt hat. Simon und Felix hatten sogar eine scheiß Strategie. Wir sind am Ende wirklich mit einer fucking Sporttasche angekommen. Und ungelogen, wir haben diese Sporttasche wirklich voll gemacht. Holy shit, Jungs. Ibims, der Sturm. Also es war wirklich crazy. Und ich rate jedem davon ab, denn wenn das rausgekommen wäre, holy geworden. Erstens dickste Polizei-Action und zweitens dickste Ärger-Action von Mama und Papa. Ja, wäre nicht so witzig gewesen dann. Auf jeden Fall kamen wir auf die Idee, weil wir da seit 2 Tagen rein und raus rennen und es vielleicht so langsam auffällt, dass wir vielleicht nie was kaufen, aber immer mit einer leeren Tasche rein und mit einer vollen wieder rausgehen, dass wir vielleicht den kleinen, guten, alten Moritz dazu anstiften könnten, eventuell den ein oder anderen Gormiti mitzunehmen. So eignete es sich eines wunderschönen Tages. Sharksubert, aka Simons und Felix mit Moritz zum Gormiti-Stand gingen und Moritz Gormitis geklaut hat. Kann man machen, muss man aber nicht. Und wäre das rausgekommen, hätte es noch 1000-mal mehr Anschiss gegeben als fürs Klauen an sich. Ich meine, der Junge war 6, Leute. Er war einfach 6. Ja, wir waren damals auch behindert und haben es halt nicht gecheckt. Dass man das nicht macht, wussten wir halt nicht. Beziehungsweise wir wussten es schon. Aber die Gormitis waren halt so geil, dass wir halt so unbedingt brauchten. Hoff mal, es ist ein bisschen auch verständlich. Und ihr zeigt mich jetzt nicht an. Tschüss. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, diese scheiß Gormitis sind halt echt immer noch was wert. Und wir hatten wirklich an die 150, 200 davon gekauft und geklaut. Ja, geklaut würde ich jetzt sagen, waren so 20 oder so, vielleicht 30. Und was ist mit den Gormitis passiert? Richtig, die hat sich alle Felix unter den Nagel gerissen. Wir haben nämlich seit einiger Zeit schon keinen Kontakt mehr. Und bei ihm hatten wir sie alle zuletzt gelagert. Das heißt, seit ein paar Jahren gammeln beim Felix ein paar 100 Gormitis rum, Jungs. Hashtag @Felix, wenn du es siehst. Ich will einen Anteil. Dies verkaufst du nicht. Meine Gormitis sind safe, Junge. Übrigens haben einige von euch vom gestrigen Video, BATS, den Dampfspringer gesehen. Beziehungsweise, boah, yo. Beziehungsweise anders. Einige von euch haben gestern das Video gesehen. Ich habe mich natürlich gefragt, Chucksubert, was ist denn Huntick? Sind wirklich alle Huntick-Suchende? Das ist die Zeit. Sind alle Huntick-Suchende bereit? Ja, viele wussten gar nicht, was Huntick ist. Ich weiß. Huntick ist aber eine fucking crazy Serie, Jungs. Empfehle ich euch. Es geht um ein paar Boys, die Pokémons fangen.
sozusagen. Nur anstatt in Bällen, in Amuletten. Und das ist alles ein bisschen cooler und ernster. Also wenn ihr unbedingt Tantik-Suchende sein wollen werdet, könnt ihr bei mir meinen Kanal abonnieren. Gibt's auf jeden Fall bald ein Tutorial zu. Und in dem Sinne sieht's aus, als müsste ich kurz den Gartenzwerg von der Planke bollern. Und schade, wäre nice, wenn er da wirklich runterdroppt. Muss irgendwie die Büsche verbumsen. Ja, aber ich sehe die Tantik-Suchende doch noch nicht bereit. 30 Sekunden sind zu kurz. Auf die Plätze, Tantik. Jungs, Welle startet. Tantik suchen, das ist die Zeit. Naja, was ich euch auf jeden Fall sagen kann ist, laut auf keinen Fall, denn schlechtes Gewissen hatte ich sowieso. Ich krieg halt wirklich schnell ein schlechtes Gewissen. Und ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Und wenn man erwischt wird, ist es echt nicht geil. Deswegen spart euch den Scheiß einfach und kauft fucking Gormiti. PS, mein Amazon-Link ist in der Beschreibung. Wer zwei Gormitis über mein Ding kauft, kriegt sie zum Preis von genau zwei Gormitis. Richtig gehört. Was, Shark? Bei dir gibt es zwei zum Preis von zwei? Wow. Da muss ich zuschlagen, damit du noch Prozente kriegst. Nice. Und in dem Sinne, Jungs, lassen sie gern Abonnement da. Knattern sie bitte noch 4 Minuten Zombies mit mir. Nicht, wer jetzt abschaltet, ist ein Spaß. Nur weil die Geschichte fertig ist, heißt es nicht, dass ich komm ganz fertig bin mit dem Video. Und Verschämtheit. Nicht mal zu Ende fighten darf man hier. Bei euch absoluten Obererschen, ey. Krankhaftigkeit. Ich habe heute auch mal wieder eine kleine Abstimmung vorbereitet. Lol, die sind ja durch, was? What the fact? Wie Tadel sagen würde, der gute alte TJ Beastie Boy, beziehungsweise der gute alte TJ Manche sagen ja, sein Text war sehr tiefgründig. Und dass er einfach nur durch die Nacht, wow, lol, durch die Nacht geguided werden will, weil es halt so dunkel ist und er nichts sieht, braucht er Hilfe. Darüber singt er dann. Andere sagen, könnte ein bisschen tiefgründiger doch einen Sinn haben, aber das glaube ich nicht. PS. Wenn Ihnen das Video gefällt, tun Sie sich keinen Zwang an, spenden Sie einfach 10 Euro, gar kein Problem. Anstatt Abonnement, das Ehren, die Ehren, 10 Euro, geht auch. Hä, wo sind Sie denn hier? Hey, was hat denn der hier für ein Ding gebaut, Alter, ohne Scheiß. Eine komplette Scheiß-Construction einfach. Dabei zeig ich den anderen, wer ich bin, auf die Plätze, Sharks, lasst mir auch gerne mal Feedback da, Leute, in den Kommentaren, Jungs. Was gefällt euch eher, wenn ich einfach hinsetze, ohne Plan, rette die Welt zock oder Battle Royale zock oder in Zukunft bald ein bisschen COD zock, möchte ich nämlich dann auch auf meinem Kanal ab und zu mal bringen und irgendwas erzählen, das Gameplay kommentieren und dann passiert da sowas wie nachladen. Oder mögt ihr es eher, wenn ich eine Geschichte erzähle? Mit witzigem Zeug und so weiter und so fort. Ich freue mich über Feedback, auch über Backfeed. Geschafft. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Eine kurze Verbeugung. Weiß auch nicht, was es sollte. Und in dem Sinne haben wir uns lieb. Sehr gut. Hoffen Sie sich ein paar Gormitis. Und bis morgen um 12. Ciao. Gormiti Titanium. Aus den Tiefen des Meeres der Insel Gorm schauen die Magic Eggs. 7 Völker. 7 neue einzigartige Herrscher. Spüre die Macht der Natur. Und nutze die Kraft des Wassers, um deinen Gormiti sichtbar zu machen. In jedem Magic Egg verbirgt sich eine exklusive Figur für deine Titanium-Sammlung. Gormiti. Jockey Preziosi.